Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Ich komme hier gar nicht raus. Vous seriez surpris. Da bin ich ja in genau den falschen richtigen Raum reingelaufen. Dann gehen wir halt da vorne raus. Ist mir auch egal. Ich bin ja da. Da oben ist was. Nein. Ich muss nicht alles sammeln. So. Ich muss aus dem Bereich entkommen. Was theoretisch nicht so schwierig sein sollte bei solchen Massenveranstaltungen. Aufgabe abgeschlossen. Fliehe aus dem Gebiet und damit haben wir die Jungfrau in Nähten gerettet. So, jetzt interessiert mich aber trotzdem dieser Aussichtspunkt hier. Auch wenn der verboten ist und ich festgestellt habe, ich kriege hier tendenziell aufs Maul. Und zwar gar nicht so ungewaltig. So, durch den Burggraben möchte ich nicht. Weil da könnten Krokodile drin sein. Mitten im alten Paris. Packt ihr da mit der Picke auf dem Holz rum, diesen Stein? Kommt man hoch am sinnvollsten? Die Tür geht schon mal nicht durch. Ja, probieren wir es doch mal hier am Fenster. Ah. Ja, das geht doch wie das Brezelbacken. Einfach rauf da. Auch nicht mehr. Neue Verdonnerter dazu, hier die Steine zu dingsen. Ich opfere dich! Dein Kopf gehört mir! Nö, 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 mein Kopf gehört mir. Hatte ich so jetzt nicht unbedingt erwartet. Kiste, Schloss. Versperrt. Das war ein Zufallstreffer und es war nur eins. Okay. Also, versperrte Kisten heißt nicht pauschal, dass man sie sich gar nicht anschauen muss.
Hier geht's nicht weiter rauf, habe ich das Gefühl. Nö. Also nicht so wirklich. Wie komme ich zu diesem Aussichtspunkt hin? Ich will. Ich hätte nie gedacht, dass ich in die Bastille mal reinbreche, nachdem wir rausgebrochen sind. Komm ich nicht hoch. Ja, gut, dann probieren wir mal den Weg hier rüber. Das hat ja grundsätzlich mal nicht ganz verkehrt ausgeschaut. Damals, wie wir mit dem Opa hier rausgekommen sind. Da haben wir den Aussichtspunkt. Ich schätze mal, der war damals, wäre der wohl stressiger gewesen. Und du hüpfst jetzt nicht von hier quer über den Burggraben, da drüben in den Heuhaufen rein. Jetzt synchronisieren wir extra. Und dann auch noch quer. Das ist jetzt aber lieblos designt. Jetzt nicht der Heuhaufen da drüben, oder? Da unten am Wasser und sonstiges, hätte ich alles verstanden, aber nicht über die Mauer da drüben. Und schon gleich gar nicht quer. Ne. Liebe Leveldesigner, das habt ihr früher auch alles besser gemacht. Muss ich euch mal so sagen. Tut mir auch kein Stück weit leid, muss ich auch sagen. So. Kiste und dann Theater. Ich meine, wir haben noch ein paar Theateraufträge. Hilfe jemand! Der da ist ein Dieb! Schnappt ihn! Ja, haltet den Dieb! Helft mir doch! Nein! Was? Komm, wir kuscheln mal ein bisschen. Was passiert eigentlich, wenn ich die 20 voll habe? Okay, ich kann mich nicht dran erinnern. War das unser Fluchtweg? Nee. Unwahrscheinlich. Es ist aber ein schöner Fluchtweg, der ist. So richtig auf Flucht ausgelegt. Patience, l'ami. Toi, voyons. Tu pars maintenant, tu me seras bien payé, tu es chanceux. Irgendwann muss ich hier runter. Wo Tauben hinkacken, ist ein Absprungpunkt. Wenn ich die Kiste aufmache, habe ich keinen Markierungspunkt mehr, den ich beim nächsten Mal markieren kann, wenn ich diese Brücke suche. Aber vielleicht lernt man sich auch einfach in den Straßen von Paris langsam auskennen. Dann brauchen wir das nicht unbedingt. Die Sammelstücke in den Bezirken, wenn sie einen schon so oft anfinden, dann kann es auch.
Ah, un client. Splendide. Le petit lapin hier. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur. Hä? Nö, das, Schauen wir mal, ob sich einen einfachen Eingang vielleicht auf der anderen Hausseite gibt. Grundsätzlich ja, aber der führt auch nur zu der verschlossenen Tür. Das ist aber blöd. Na gut. Lauf! Laissez-moi, je passais seulement par là. Ça. Jetzt habe ich natürlich gar keine Marke mehr. Die nächste Theatermission wäre die Kette der Königin. Kette der Königin klingt doch gut. Machen wir immer schwierige Aufgaben. Auf der anderen Seite sollte ich vielleicht auch mal hier aus dem einfachen Bezirk ein paar einfache Aufgaben machen. Und die schwereren für dann lassen, wenn wir schwere Aufträge schaffen. Entscheidungen über Entscheidungen. Mit Madame Battins Kostümen ziehen wir sicher zahlungskräftige Kundschaft an. Das ist sehr gut. So, die Kette lassen wir jetzt mal in Ruhe da. Ein bisschen mal nach dem Geld gucken, was schon in die Kiste gelaufen ist jetzt hier. Und Gästchen, um Ärger zu umgehen. Gut, gut. Ich bin froh, das zu hören. Dann geh jetzt besser wieder an die Arbeit. Oui, Monsieur. Mach weiter. Guten Morgen. So, haben wir die 15.000 jetzt schon? Ich weiß es nicht. Man sieht es nicht oder ich sehe es nicht. Nein, die 15.000 haben wir mal wieder nicht mehr so ganz. Das ist ungefähr das gleiche wie wir haben unsere Ausrüstung jetzt finanziert. Okay. Dann jetzt aber nicht wieder den gleichen Quatsch, das Geld wieder zum Fenster raushauen. Das machen wir nicht, sondern jetzt machen wir auch mal irgendwie einen leichteren Auftrag irgendwo. Wir haben da oben angefangen und hangeln uns jetzt langsam so nach unten durch. Oder haben wir hier noch irgendwelche assassinentechnischen Aufträge? Ne, haben wir nicht. Hier, der da unten. Ein teuflischer Trick. 2, das dürfte uns doch... Das ist nicht nötig. Ich bin Priester. Jetzt müsst ihr verarschen. Hört auf. Mit Blut. Es ist, nein, so geht das nicht auf meiner Straße vor meinem Theater. Da kannst du nicht einfach irgendwen erstechen und meinen wirst dich selbst erstochen werden. Das geht so nicht. Mal, was und wie viele Aufträge der für uns hat hier.
Wenn wir den finden. Wie ist denn der Lümmel? Nicht hier drin, so wie es ausschaut. Klopft ihr oder vernagelt ihr die Tür oder nagelt ihr da was an die Tür? Die Brunnen sind verflucht. Ein teuflischer Trick. Okay, gibt auf jeden Fall auch Geld. Berichte über satanische Erscheinungen müssen überprüft und beendet werden. Es gibt drei solcher Brunnen. Wenn man das Wasser trinkt, erscheint der Teufel und lockt einen mit falschen Versprechungen fort. Einer der drei Brunnen ist gleich hier. Ein teuflischer Brunnen, so, und einer davon ist hier. Und drei gibt es davon. Achtung, Bürger, diese Brunnen sind gefährlich. Das ist verhexter Boden. Ich spreche ein Ave Maria, wenn ich einen Brunnen passiere, nur zur Sicherheit. Hier geschehen merkwürdige Dinge, mein Freund. Der Mann will doch nicht etwa aus dem Brunnen trinken, oder? Doch, will er, wenn ich den Brunnen finde. Ah, da ist er. Hier ist es letztes Mal passiert. Was immer ihr tut, trinkt nicht aus diesem Brunnen. Der Teufel lauert dort bei diesem Brunnen. Mhm. Okay, dann schauen wir doch mal. Teufel? Komm zu mir. Ich gebe dir ungeahnten Reichtum. Ewiges Leben erwartet dich. Alles, was du dir wünschst. Okay. Komm einfach zu mir. Ja. Näher. Der Teufel, näher. Er ist hier! Heilige Mutter Gottes. Ich komme näher und näher und näher. Und wenn ich dich gefunden habe, dann mache ich dich alle. Du bekommst alles, was dein Herz begehrt. So, so. Ewiges Leben erwartet dich. Wie sprichst du eigentlich zu mir? Komm. Wer ist in die Falle gegangen? Dann findest du endlich Frieden. Jetzt habe ich dich. Aber alleine du traust dir was, du Lump. Wie hast du das mit der Stimme gemacht? Tonbänder und so Scheiß gab's doch nicht. Wir haben noch ein paar Brunnen davon so. Na, was für eine Überraschung. Du schuldest. So, das war auch so ein Rotgardist-Lümmel. Oh, merci. Viech. C'est un beau geste, assurément. Ja, nichts zu danken. Die sind hier sowieso gerade momentan ganz oben auf der Arschlochliste. Da müssen sie durch. So, wo ist hier dieser verhexte Brunnen? Da. So, Stimme! Komm zu mir. Ich gebe dir ungeahnten Reichtum. Ewiges Leben. Ja, ja, das. Alles, was du dir wünschst. Das Gelaber kennen wir schon. So weit weg. Komm hier entlang. Definiere hier entlang. Ich muss ja klettern. Ja. Näher. Näher. So. Ewiges Leben erwartet dich. Ich bin ganz nah.
Komm zu mir. Komm. Ich gebe dir Ungarn. Dann findest du endlich Frieden. So, was ist das jetzt hier mit dem Frieden? Sagst du so einfach? Tja, dann setze ich mich jetzt einfach hier hin und warte, bis die Stimme vorbeikommt. Alles in Ordnung, mein Freund? Nein, überhaupt nichts ist in Ordnung. Du bist so weit weg. Komm hier entlang. Komm. Komm, dann findest du endlich Frieden. Hier unten oder was? Wer ist in die Falle gegangen? Ach, das sind noch mehr. Komm her! Ich zerquetsch dich wie eine Kartoffel! So. Kartoffelstärke, da ist das aber nicht unterschätzen. Kartoffeln sind stark. So, gut, einen Brunnen haben wir noch. Stimme aus dem Wasserhahn. Kann ja wohl nicht sein, oder? On y va, on y vient. Les nouvelles du jour, fraîchement imprimées dans le meilleur journal de Paris. Les habitués recommandent, les autres ne savent pas qui. Tout est bon pour se faire remarquer. Il va se passer quelque chose de plus banal. So, ich brauche jetzt einen normalen Weg, der da reinführt, damit ich dann auch einen normalen Weg wieder rauskomme, um der Stimme zu folgen. Ich muss aus dem Brunnen trinken. So, dafür muss ich diese zwei Dickerchen hier mal wegräumen. Und das komische Schloss, glaube ich, will ich gar nicht ran, aber der war gar nicht so. Ja gut, eigentlich waren sie beide nicht wirklich dick. Das zappelt mir einfach alles viel zu schnell. Kriegt man das irgendwie langsamer? Das ist ja das. Viele Dieter Riecher habe ich nicht mehr.
Oh, jetzt habe ich es geschafft, ganz unten zu drücken. Das ist, ja. Ich komme immer weiter weg, nicht näher ran. Das ist, okay. Vergiss es, es gibt höhere Wertigkeiten, wenn du nicht das ganze Geld. Komm zu mir. Ich gebe dir ungeahnten Reichtum. Du kannst unsterblich werden. Alles, was du dir wünschst. Alles, was ich mir wünsche. Okay. Ja. Eine weibliche Stimme. Hier, aber sofort! Du willst es nicht anders! Komm, so weit weg! Komm hier, du endlich Frieden! Quatsch! Bin noch nicht so weit weg! Oh, merci. Dieu vous le rendra. Du hast Stimmen, oder? Ah, du Bastard! Was? Okay. Hast du dir den Falschen ausgesucht? Wie diese Größe. Warum? Erst geht da dieses komische Menü auf und dann heißt es, ja, desynchronisiert. Was? Da muss ich jetzt hier alles nochmal machen oder, habe ich es beendet und bin danach von irgendwem angefickt worden oder was war das? Vorne gibt es Streit. Auf dem Weg! Also, wem danke ich für diesen kleinen Dienst? Was ist bloß? Ich habe keine Ahnung. Ich hab nicht, also. Könnte man zeigen, dass das Ende vielleicht ein klein wenig seltsam war? So, da in der Mitte haben wir dann nochmal so eine komische Untersuchung. Dann haben wir da die Rollen, die wir irgendwo noch hier machen wollen, wo er uns immer sagt, hey, du hast schon eine aktive Quest aktiv, willst du die überschreiten und eine andere aktiv machen? Das ist macht's irgendwie alles in Summe nicht so viel leichter. On dirait que ça s'agite là-bas. Was ist euer Problem? Verräter, nicht Verräter. Legal, illegal, scheißegal. An der Stelle auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich bin immer noch hart verwirrt.
Aufgrund von der Mission vorhin. Und ja, ich dachte, ich hätte vielleicht auf den falschen Knopf und habe ja irgendwelche Statistiken an, wollte gerade so drüber gucken und dann hier, boah, die ist synchronisiert. Na gut. Ich desynchronisiere mich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.